Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Hier immer noch im dritten Dungeon. Das ist, wie hieß das Ding? Windtempel irgendwas? Irgendwie so, ne? Genau. Wir sind immer noch im dritten Dungeon und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Denn es gibt hier auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Da zwei, da eine und den Boss können wir klatschen. Ein Schlüssel fehlt uns insgesamt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Oh, hier waren wir noch gar nicht, oder? I'm not sure. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gezockt habe. Müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen. Da war eine Fee. Da kann ich mit dem Auge reinschießen, alles klar. Dann gleich mal hier auf den guten Ort. 70 Pfeile, Alter. Schön umgeswitcht. So. Zack. Tür auf. Geld brauche ich nicht. Und wir haben halt einfach im letzten Part das Sword der Vier bekommen. Wie krass ist das bitte? Easy. So, weiter geht's. Und hier gibt es wieder schwimmt, wieder Schatzkisten, oder? Schatzkisten? Nö. Betrug. Aber hier. Ja genau, der Lichtbogen. Bam, Alter. Pfeile mit der Kraft des heiligen Lichts abschießen. Hä? Das ist der Lichtbogen. Aber, hat der... Ist das jetzt ein Unterschied? Oh Gott. Ja, wie viel hält denn das aus, das Ding? Es ist jetzt... ist das nur für ein Endkampf oder was ist der Unterschied? Select. Ist jetzt der Lichtbogen? Jetzt ist der Lichtbogen. Jetzt ist der normale Bogen. Okay, ich kann da hin und her wechseln. Ach, man kann hier... Ah, okay. Je nachdem, wie man es braucht, kann man hier zwischen den einzelnen Modis wechseln. Verstehe. Und ich kann jetzt hier halt dauerhaft den Lichtpfeil... Fehlt mir da noch Magie oder so? I don't know. Man kann auf jeden Fall hin und her wechseln. Ist ganz cool gemacht, finde ich. Ja, der Lichtbogen, Alter. Geil. Okay, was werden wir hier noch entdecken? Da werden wir nichts entdecken, schade. Da, da, da. Ich brauche halt das ganze Geld gar nicht, ne? Ihr könnt mir gestohlen bleiben. So was sagt die Karte. Okay, wie kommen wir in den Raum? Ich glaube, da müssen wir uns droppen lassen, oder? Von oben? Sieht für mich zumindest irgendwie danach aus. Und hier kann man noch nach rechts gehen? Nee, kann man nicht. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Schauen mal, was hier so abgeht. Da haben wir einen Schalter, den wir drücken können. Da kommt wieder eine Schatzkiste bei rum. Hier gehen wir weg ein Stück. Und ein kleiner, feiner Rubin. Wo sind wir denn? Hä, die Karte ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Die Schatzkiste eben habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich bin sehr verwirrt, was die Schatzkisten angeht. Düm, dü, düm. Okay, wir gehen mal weiter. Wo sind wir denn jetzt? Hä, wir waren... Hä, ich verstehe die Karte überhaupt nicht. Sorry, aber die Karte ergibt für mich echt keinen Sinn. Jetzt sind wir im Tempel, hier waren wir... Hä? Okay. Wir gehen jetzt einmal geradeaus. Theoretisch kann ich da auch einfach rüberfliegen mit meinem Pegasus-Ding hier. Und den Bogen brauche ich, glaube ich, auch. Guck mal. Okay, das muss ich relativ schnell machen. So, Tür ist auf. Da drüben nochmal dasselbe Spiel, theoretisch. Aber wir holen uns erstmal die Schatzkiste hier. Okay. Dim, dü, dim. Also. Theoretisch brauche ich... Okay, das geht auch so, ne? Also ich mache jetzt nicht mehr Schaden oder so mit dem Bogen scheinbar.
Das ist es für später, oder? Der Bogen ist noch nicht relevant. I think. So, ich krieg aber Lichtpfeile. 10 Bomben. Ach man, ich fass es nicht. Dum, dum, dum. So, zack. Zack. Und, jawohl. Weiter geht es. Die wilde Fahrt. So, hier können wir uns jetzt 4 teilen. Ja, aber müssen wir uns 4 teilen? Ich verstehe es nicht ganz. Aber ist auch egal. Hauptsache, wir können das Ding hier wegschieben, oder? Ah, ich glaube, es reicht doch 2-mal. Ich glaube, es reicht 2-mal. Warte mal. So kann ich mich jetzt 2 teilen, richtig? Genau, cool. Ja. Anders wäre es, glaube ich, auch gar nicht gegangen. Warte mal, habe ich jetzt Scheiße gemacht? Ich habe Scheiße gemacht, oder? Respawn das wieder? Jo. Okay, ich habe Scheiße gemacht. Dann auf ein neues. Dim, dim, dim. Nein. So. Also den schieben wir jetzt bis... Hä? Weißt du was? Ist ja auch eigentlich scheißegal. Ich habe ja das Ding hier. So. Fällt ein Schlüssel runter. Und der Rest ist ja auch egal, weil mehr gibt es ja hier nicht zu holen. Richtig? Genau, dann sind wir nämlich hier fertig. Theoretisch. Okay. Keine Ahnung. Ganz komisch, diese Rätsel. So, wir fallen jetzt hier runter und holen uns einen Schlüssel für die Höhle der Flammen. Sehr gut. Damit haben wir da auch alle kleinen Schlüssel. Das heißt, die Höhle der Flammen können wir abschließen. Theoretisch. So, dann gehen wir mal durch die Mitte. Damit können wir auch direkt zum Boss gehen. Wollen wir den Boss erstmal machen? Oh. So, ich weiß halt, hier hinten waren jetzt 2, aber Schlüsseltüren. Ich mache einfach mal eine auf. Ich guck mal, was hier passiert. Okay. Vielleicht brauche ich auch gar nicht beide Schlüssel. Doch, führen in 2 verschiedene Richtungen. Okay, Bogen brauche ich wieder. Ein Hin- und Hergewechsel hier. Okay. Oh, Kampf. Fight. Der schon wieder. Hä? Schon wieder? Wir hatten ihn doch eben erst. Ich frage mich halt, ob wir damit... Alter. Wir ihn wegfetzen. Okay, noch ein Teleporter, sehr schön. Kriegen wir denn hier ein bisschen Leben? Ich frage mich, ob wenn wir die verschiedenen Select-Dinger an dem Schwert einstellen, also wie viel wir uns teilen, ob wir dann das Schwert damit schwächer machen. Okay. Im Kreis herum. Dum, 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 zack. So, easy. Okay, wo sind wir jetzt auf der Karte? Okay, wir müssten theoretisch jetzt wieder nach rechts gehen. Machen wir ja auch. So, hier? Hier können wir noch eine Schatzkiste erscheinen lassen, aber wie? Wie lassen wir, oder... Ah, okay. Da kommen wir in den Raum mit den 2 Schatzkisten, alles klar. Perfekt. Das ist einfach nur ein Hinweis. Ich dachte, hier muss eine Schatzkiste erscheinen, aber nein, das ist ein Hinweis für eine sprengbare Wand. Und hier gibt es halt schöne 2 Schatzkisten mit der großen Rubinbörse. Jawohl, endlich. Leute, dieser Dungeon ist ja mal sowas von gut. Noch mehr Rubine tragen einfach. Also ganz ehrlich, der Dungeon, der hat bis jetzt den meisten Fortschritt geboten. Und dann nochmal 20 Rubine, um die Börse schon mal ein bisschen aufzufüllen. Wir brauchen 600 Rubine. Um den einen Schmetterling zu kaufen.
So. Jetzt haben wir da drüben noch eine Schatzkiste. Wir haben noch zwei Schlüssel. Eigentlich. Eigentlich ganz gut, oder? Okay, warte mal. Ja. Man muss sich beeilen, alles klar. Du Scheiße. Captain Krabscher. Und hier kann ich mich klein machen. So, erstmal eine Fee. Hm. Ich habe jetzt auch dauerhafte Beam, ne, wenn ich Full Life bin. So gut. Kann ich eigentlich diese Sprungattacke, kann ich die machen? Nee, die habe ich noch nicht. Okay, ich glaube da... Okay, ich kann mich klein machen. Warum? Ja. Hier ist noch eine Schlüsseltür. Okay. Aber warum sollte ich mich klein machen? Ist es nur wegen, damit ich hier drüber komme? Ja, ne? Ich glaube schon. Okay, jetzt muss ich mich aber vier teilen. Ne, muss ich nicht. Quatsch. Weil ich kann ja die Statuen da so drauf schieben. Aber ich muss ja irgendwie da durchkommen. Das heißt... Warte mal. Also eigentlich kann ich mich nur zwei teilen, ne? In dem Dungeon. Soweit müsste das ja klar sein. So, eigentlich ergibt nur das Sinn. Weil sonst komme ich ja gar nicht... So, ich mach mal den hier und ich mach mal... So. Frage ist, was passiert? Da kommt doch ein Schlüssel wieder runter, oder? 100 pro kommt da ein Schlüssel runter. So, warte, ich mach mal so. Und so. So, perfekt. Die Ocarina. Haben wir ja schon. Die Ocarina. Oh mein Gott, die Ocarina. Ja, okay. Ach nee, hä? Was bringt mir das, mich klein zu machen? Warum soll ich mich klein machen? Verstehe ich nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Warum soll ich mich hier klein machen? Das bringt mir doch gar nichts. Kann er darüber latschen, ja? Und dann? Mein letzter Schlüssel, by the way. Und da ist die letzte Schatzkiste. Ah, okay. Dann kann ich da durch. Was bringt mir das, da durchzugehen? Wo komme ich dann hin? Da oben noch in einen weiteren Raum. Okay. Nein. Nein! Scheiße. Oh nein. Okay, auf ein neues. Ich denke ja mal, ich kann auch so machen, ne? Ja. Geht dann ein bisschen leichter. Okay, ich mach mich mal klein. Ich mach mich mal klein und guck mal, was passiert. Ich hoffe, ich brauche den letzten Schlüssel nicht, aber warum... Ja, ich brauche den 100 Pro. Ah, ich kann... Ich muss hier durchgehen, damit ich nicht an den Schädeln vorbei muss. Das ergibt Sinn. Das ergibt irgendwie Sinn. So, jetzt muss ich aber echt aufpassen, weil ich darf diesmal ja nicht ins Loch fallen. Wow. Okay. Dümm, dümm. By the way, Leute, zeldajunge.com ist ja online, meine Website, da könnt ihr mal vorbeischauen und könnt euch das mal ein bisschen angucken, da sind auf jeden Fall meine Projekte alle aufgelistet, ein paar Infos sind da, falls euch ein paar Sachen interessieren
Schaut da gerne mal vorbei. So, das Geld. Okay. Geld nehme ich mal mit. Würde mich freuen. Ich brauche die Grabhandschuhe. So, dann sollte man noch ein bisschen drauf achten. Zack. Hier wird es keine Schatzkisten geben, ne? Gehe ich mal stark von aus. Genau, das ist jetzt alles nur wegen dem Geld gewesen. Ich mache trotzdem nochmal auf, aber ich denke... Hä? Ja, da gibt es nichts weiter. Okay. Ich war nur neugierig, Leute. Ich war nur neugierig. Aber mir war klar, dass da nichts weiter ist. Aua. So, raus hier. Hier kann ich jetzt runterhopsen. Und dann muss ich die erstmal hier wegbersten. Und ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder gefangen genommen werde. So, ich erhöhe mal wieder die Kraft. Keine Ahnung, ob das was ausmacht von der Power her. Wahrscheinlich nicht, aber ich bilde es mir mal ein. So, weiter geht's. Ja, 100 Pro brauchen wir da noch einen Schlüssel. Wahrscheinlich schon. So, bringt's was, die zu töten? Nee, bringt's nicht. Schade. Okay. Ja, shit. Mann, da fehlt uns jetzt einfach der letzte Schlüssel. Das ist ja traurig. Schade. Oder meint er, wir kriegen hier noch einen, wenn wir alle Gegner töten? Wahrscheinlich nicht. Ne. Mann. Okay. Also hier fehlt noch ein Schlüssel. Vielleicht habt ihr eine Idee, wo der sein könnte. Vielleicht gibt es ja noch hier verborgen im Dungeon irgendwas. Was ich jetzt noch nicht erkundet habe. Aber eigentlich war ich jetzt überall, oder? Das ist die letzte Schatzkiste, die uns fehlt. Und wir können jetzt nur noch zum Boss gehen. Schade. Guck mal, das sieht ja auch sehr merkwürdig aus. Als ob man da eine Wand aufsprengen kann. Das sieht allgemein sehr merkwürdig aus hier. Hä, warte mal. Ich bin jetzt eine Etage hochgegangen, dann hat mir ein Schlüssel gefehlt. Ich muss mich da runter droppen lassen dann, ne? Okay. Na gut. Schade. Ah, die sind natürlich nicht da. Dann würde ich sagen, Boss-Time, Leute. Den machen wir noch, oder? Ja. Ich denke schon. So, let's go. Raus hier. Ne, warte mal. So, hier runter und dann raus. Genau. Und dann mit dem roten Siegel zum Boss. Let's go! Okay, wahrscheinlich müssen wir was mit Pfeil und Bogen machen. Ist ja ziemlich darauf angelehnt hier, Pfeil und Bogen. Vielleicht irre ich mich aber auch. Hi! Ja? Muss man dich mit Bogen besiegen? Ja, okay. Ist einfach der Augenboss. Der Handboss. Es ist einfach der aus Wind Waker. Aber man muss sich hier noch klein machen irgendwie. So, jetzt wird der... Ja, jetzt muss ich in den reinlaufen, ne? Ja, ergibt Sinn. So, erstes Down, dann... Okay. Nö. Okay, der ist ja... Ich glaube, den kann man jetzt nicht damit groß bieten, dass man... Aua. Dass man stärker ist als vorher. Shit, was mache ich denn da? So. Zack und... Wieder klein machen. Nö, nö. Ja, ich glaube, das muss man einfach dreimal machen und dann ist er tot, ne? Ja, okay. Jetzt ist hier noch verschüttet.
Logisch. Damit man auch nicht sieht, wo er rumhängt. Nein, ich will nicht raus. Ja, aber ist schon cool gemacht. Schöner Boss. So. Aber den ohne Schaden zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Hallo? Ja, genau. Unreiner. So, letzte Runde. Denke ich zumindest. Jo, da ist er down. Und auch pünktlich zum Ende des Parts, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal sehen, was wir erhalten. Was ist das? Eine Flasche wieder. Nairus Talisman. Jo, letzte Flasche, alles klar. Nummer 4, damit... Jo, damit haben wir alle Flaschen. Let's go. Und natürlich bekommen wir das Amulett. Denke ich zumindest. Wir sind das Volk des Windes. Seit langem leben wir mit dem Wind. Nun haben wir dies vollbracht. Es ist ein Gegenstand, mit dem du vom hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kraft nutzen, spiele das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird. Dann öffnet sich ein Weg. Das, ah ne, das Flammenelement. Das Flammenelement haben wir jetzt bekommen. Okay, wir haben das Flammenelement und den haben wir besiegt. Jetzt fehlt uns quasi noch das Wasserelement, denke ich. Ja, ne, ja, oder? Hä, sind wir jetzt richtig? Boah, ich habe keine Ahnung, ob wir das richtig gemacht haben. I don't know. Und was? Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Flammenelement erhalten. Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Was ist das denn? Hier ist ja gar kein Element. Doch, eigentlich schon, aber naja. Es sieht so aus, als hätten hier früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns hier weggehen. Aber wir haben ein Element bekommen. Ruine des Windes. So Leute, wir sind richtig krass drauf. Wir haben nur den Tempel noch nicht abgeschlossen. Uns fehlt halt noch ein Schlüssel, ja, und damit eine Schatzkiste. Wo halt was Entscheidendes drin sein könnte, aber nicht muss. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu dem Minish Cap Randomizer. Tschüssi, Leute.